Liebe Genossinnen und Genossen, ich kandidiere als Parteivorsitzende, weil ich noch immer stolz darauf bin, dass es diese Partei gibt. 2007 ist es uns unter großen Anstrengungen gelungen, die Linke aus zwei Quellparteien und verschiedenen Traditionen heraus zu gründen, und seitdem sind tausende Mitglieder dazugekommen. Die Herausforderungen sind riesig und auch die Möglichkeiten. Gerade in der Corona-Krise erleben wir, wie wichtig Solidarität ist. Solidarität mit all jenen, die diese Krise besonders hart trifft, gesundheitlich und sozial. In der Pandemie sitzen wir alle in einem Boot, wird gerne behauptet. Ja, das stimmt. Aber die einen rudern wie verrückt, andere klammern sich an die Reling und drohen, über Bord zu gehen, während es sich einige wenige in den Kajüten unter Deck ziemlich gut gehen lassen und davon profitieren, dass andere das Boot voranbringen. Die 10 reichsten Männer der Welt konnten ihr Vermögen in den letzten Jahren trotz Pandemie um fast eine halbe Billion US-Dollar steigern. Von diesem Gewinn könnte man Impfungen für die gesamte Menschheit bezahlen. Für viele Menschen, die schon vor Corona wenig hatten, reicht hingegen das Kurzarbeitergeld kaum noch für die Miete. Was für ein Hohn, dass diejenigen, die seit kurzem als systemrelevant gelten, häufig zu Niedriglöhnen arbeiten. Dabei kann man mit Pflege in Deutschland richtig viel Geld verdienen, vorausgesetzt, man ist keine Pflegekraft, sondern ein Krankenhaus- oder Pflegekonzern. Wir sehen, dass Milliarden in die Hand genommen wurden, um die Auswirkungen der Corona-Krise zu bekämpfen. Plötzlich wurde das Dogma der schwarzen Null in Frage gestellt, die Schuldenbremse ausgesetzt. Das zeigt, vieles ist möglich, wenn der politische Wille da ist. Wir leben in einer Klassengesellschaft, und das wird in dieser Krise noch deutlicher. Während viele Menschen in Existenznot sind, Industriearbeitsplätze abgebaut werden und Kulturschaffende um ihre Zukunft bangen, steigt die Zahl der Millionäre und es werden weiter Dividenden ausgeschüttet. Diese Milliardenvermögen, die beruhen auf der tagtäglichen Enteignung von Menschen, die diesen Reichtum durch ihre Arbeit erwirtschaften, liebe Genossinnen und Genossen. Viele Menschen schuften, um ihren Familien ein gutes Leben zu ermöglichen, kommen aber kaum von der Stelle. Jeder ist seines Glückes Schmied. Wer es nicht schafft, hat versagt. So lautet das neoliberale Credo. Und ja, das hat sich in vielen Köpfen vieler Menschen breit gemacht, die sich schämen für Armut und Erwerbslosigkeit, für Niedriglöhne und befristete Verträge. Im Hartz-IV-Bezug sanktioniert zu werden, auf Tafeln angewiesen zu sein, um die nächste Vertragsverlängerung zu bangen, all das macht Menschen zu Bittstellern und raubt ihnen das Selbstbewusstsein. Die alleinerziehende Verkäuferin, die ihr Kind beim Kindergeburtstag krank meldet, weil sie sich das Geschenk nicht leisten kann, schämt sich für ihre Armut. Dabei müsste sich doch eigentlich der Arbeitgeber dieser Frau schämen, dass er sie so schlecht bezahlt, dass sie mit ihrer Arbeit kaum über die Runden kommt. Was hat es mit Leistungsgerechtigkeit zu tun, wenn eine Pflegekraft für ein Jahresgehalt eines DAX-Vorstandes 156 Jahre arbeiten müsste? Was sagt das über eine Gesellschaft aus, wenn Menschen, die sich im jahrelangen Schichtdienst den Rücken kaputt machen, Altersarmut droht? Mit diesen Zuständen, liebe Genossinnen und Genossen, werden wir uns niemals abfinden. Es ist kein individuelles Versagen, es ist ein gesellschaftliches. Scham und Resignation müssen weichen, die Unzufriedenheit muss zur Anklage und zum Aufbegehren gegen die Verhältnisse werden. Wir wollen Reichtum umverteilen. Wir wollen eine Vermögensabgabe durchsetzen und Immobilienkonzerne enteignen, wo es nötig ist, um das Gemeinwohl zu schützen. Und deswegen unterstützen wir die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin. Denn Wohnen ist ein Menschenrecht und Wohnungen sind kein Renditeobjekt. Wir wollen einen Systemwechsel für eine solidarische Gesellschaft, statt zum Normalzustand des Kapitalismus zurückzukehren. Solidarität mit dem globalen Süden bedeutet, nicht die Profitinteressen von Pharmakonzernen dürfen Priorität haben, sondern die Rettung von Menschenleben. Wir brauchen eine faire Verteilung von Impfstoffen, weg mit den Patenten und her mit den Lizenzen. Als Linke kämpfen wir für das, was Rosa Luxemburg die sozialen Garantien des Lebens nannte. Es geht um gleiche Rechte und um ein gutes Leben für alle. Wir kämpfen für gute Bildung, unabhängig von der Herkunft,
für Krankenhäuser in öffentlicher Hand, um den Erhalt von Industriearbeitsplätzen wie bei Conti, um gute Arbeit für alle, sei es bei Amazon, in der Pflege und in den Kitas. Anerkennung und Würde werden nicht geschenkt. Sie werden erkämpft, wenn Menschen sich gegen Zumutungen wehren. Wir wollen heute und morgen konkrete Reformen durchsetzen, aber wir wollen auch die Gesellschaft grundsätzlich verändern. Unsere Vision, das ist der demokratische Sozialismus ohne Ausbeutung von Mensch und Natur. System Change, not Climate Change, so lautet das Motto von Fridays for Future. Denn ohne eine Veränderung der Eigentumsverhältnisse wird sich Klimaschutz nicht durchsetzen lassen. Man muss bereit sein, sich mit den Konzernen anzulegen, aber die Bundesregierung fühlt sich leider eher dem Abkommen für die Aufrüstung der NATO verpflichtet als internationalen Klimaschutzabkommen. Wir wollen einen sozial-ökologischen Umbau und wir stehen an der Seite der Klimabewegung, ob bei Ende Gelände oder im Dannenröder Wald. Liebe Genossinnen und Genossen, letzte Woche haben wir der Opfer der rassistischen Morde von Hanau gedacht. Hanau war kein Einzelfall. NSU, der Mord an Walter Lübcke, Halle, rechte Netzwerke bei der Polizei und in der Bundeswehr. Die Angehörigen der Opfer von Hanau fordern, dass Hanau nicht eine weitere Station von vielen sein darf. Hanau muss die Endstation des rechten Terrors sein. Schluss mit dem Verharmlosen, Schluss mit dem Verschweigen. Wut und Verzweiflung über den alltäglichen Rassismus ist auch in Hanau deutlich geworden. Hören wir den Menschen zu. Hören wir zu, wenn sie erzählen, wie entwürdigend es ist, immer und immer wieder anlasslos in Polizeikontrollen zu kommen vor den Augen der Nachbarn. Hören wir ihnen zu, wenn sie schildern, wie schwierig es ist, mit nicht-deutschen Namen eine Wohnung oder einen Ausbildungsplatz zu finden. Und dagegen hilft nur organisierte Solidarität. Und Solidarität ist für die Linke unteilbar. Sie endet nicht an den Außengrenzen Deutschlands oder der Europäischen Union. Selbst Tiere haben in der EU mehr Rechte als wir. Mit diesen Worten wandten sich Geflüchtete aus dem Lager Kara Tepe in einem Brief an die EU-Kommission. Ihre Zelte versinken im Schlamm. Menschen ertrinken im Mittelmeer und Seenotretter, die Ertrinkende retten, werden kriminalisiert und ihre Schiffe beschlagnahmt. Statt Abschottung, militärische Konflikte und Aufrüstung voranzutreiben, brauchen wir eine andere Flüchtlingspolitik, Abrüstung weltweit, einen Stopp von Kriegseinsätzen und von Waffenexporten, liebe Genossinnen und Genossen. Gegen Corona gibt es einen Impfstoff, gegen Armut, Klimawandel, Rassismus und Kriege leider nicht. Dagegen muss sich die Gesellschaft ohne medizinische Hilfe immunisieren. Von Hölderlin stammt der Satz, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das Rettende, das sind die Menschen, die gemeinsam um ihre Arbeitsplätze kämpfen, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen, die Geflüchtete vor dem Ertrinken retten, die Black Lives Matter-Proteste und die feministischen Bewegungen. Diese Solidarität der vielen ist ein Pol der Hoffnung. Unsere Forderungen sind nicht unrealistisch. Die Rechte und die sozialen Errungenschaften, die wir heute haben, wurden erkämpft, obwohl sie mal als vollkommen utopisch erschienen. Konnten sich Sklaven eine Gesellschaft ohne Sklaverei vorstellen? Galt das Frauenwahlrecht nicht auch lange als Hirngespinst, genauso wie der 8-Stunden-Tag? War der Atomausstieg nicht lange eine ferne Utopie? Menschen haben trotzdem darum gekämpft, weil sie die Hoffnung auf Veränderung hatten. Wenn wir das ausstrahlen, dass Veränderungen möglich sind, dann kann es uns gelingen, Ohnmacht und Resignation zu überwinden. Lasst uns gemeinsam den Pol der Hoffnung von links stärken. Wir können diese Gesellschaft verändern. Von diesem Parteitag sollte ein Signal des Aufbruchs ausgehen. Es geht nicht nur um ein größeres Stück vom Kuchen, es geht um die Bäckerei, es geht ums Ganze. Und in diesem Sinne bitte ich um euer Vertrauen.